Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Messer Review. Heute das HX Outdoors ZD004. Kugel gelagert. Ja. Kommen wir zuerst mal zum Papiertest. Hey, und merkt ihr das? So, wo ist mein Stock? Also, wir haben hier G10 Griffschalen. Wie ich schon sagte, es ist kugelgelagert, deshalb läuft das so geil. Ja? Papp, schwache Hand, das ist ja meine ledierte. Jetzt meine schwache Hand, zack, das Ding kommt da rausgeschossen. Wir haben keine Daumenpins, braucht man auch nicht, weil das Ding, das flippt wie die Sau. So, AOS 8 Stahl, kein High-End-Stahl, aber auch nicht der beschissenste der Welt. Übrigens, ich muss das Video wieder einigen vorziehen. Ja, jetzt fängt es an zu strollen, ich finde das schön. Entschuldigung. Denn ich habe gerade eben gesehen, ich muss auch gestehen, ich bin stark Gearbest-süchtig. Also was ich da bestellt habe in letzter Zeit. Ich habe es gekauft für 31 Euro. Achtung, jetzt kommt der Knaller. Ich gucke gerade eben, um mir die Daten aus der App rauszuziehen. Und was sehe ich? 9 Euro billiger. 22 Euro Peng. Yay, es regnet. Super. 22 Euro Peng. Also habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich sofort das Video drehen und veröffentlichen. Und damit die Jungs. Habt ihr das gesehen gerade eben? Da lief mir ein Vieh über die Linse. Naja, 15 Minutes of Fame. 22 Euro Peng. Scheiß die Wand an. AUS 8 gehärtet auf 59 Rockwell. G10 Griff in Orange mit einem blauen Backspacer. Hier haben wir an der Achsschraube ist nochmal eine Unterlegscheibe in Blau. Aus blauem G10, das ist bei uns auch G10. Der Clip ist vielleicht ein Manko, denn der ist aus Plastik. Ja? Oder G10 vielmehr. Macht aber eigentlich einen stabilen Eindruck. Ja, wir haben hier ein Lanyard-Loch, mal gucken, mit meinem Rest-Paracord, ob das durchpasst. Na, schon zerfranst. Ich hätte aber auch Paracord mitnehmen sollen, wa? Stattdessen nehme ich hier den Rest. Also es passt rein, nur das Paracord ist zu ausgefranst, als dass ich es jetzt durchkriegen würde. Das passt. Ja? Groß genug. Geschlossen ist das Messer 11,5 cm, geöffnet 19,8 und die Klinge hat eine Länge von 7,5 cm. An der höchsten Stelle ist sie 3,2 cm und an der dicksten Stelle ist sie 4 mm dick. Und das Messer wiegt nur 131 Gramm. Ja, Handschuhgröße 9,5 bis 10. Guck mal auf das Produktfoto bei Gearbest. Link packe ich übrigens in die Beschreibung. Gib da nicht den Discount-Code ein. Ich habe es vorhin versucht, ob das dann noch günstiger wird. Da ist das von 22 Euro auf 28 umgesprungen. Also lass halt mal mit dem Code diesmal. Aber ihr könnt ja mal gucken, so aus Spaß. Ob das bei euch auch so ist oder ob das nur bei mir in der App so ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es für 31 gekauft und heute kostet 22 Euro Peng, das ist der Hammer, ey. Und 131 Gramm und das liegt daran, dass wir hier außer, wo die Feder ist, sonst kein Metall verbaut haben. Ja, weil hier auf der Seite, man kann es sehen, ist kein Metall mehr verbaut und trotzdem ist das Ding, das Messer hier richtig stabil. Ja. Hier haben wir es fast poliert. Fast. Und hier haben wir es stonewashed. Gefällt mir sehr gut. Hat so ein bisschen taktischen Anstrich, das Messer. Ja, manche würden sagen, modifizierte Schiebshutklinge. Andere sagen, weil hier, seht ihr?
geht es gerade runter, dann geht es hier wieder ein bisschen runter und dann geht es hier wieder ein bisschen runter. Würden sagen, Reverse Tanto, manche sagen, eine Sheepsfoot-Klinge, eine modifizierte. So, scharf ab Werk, ja. Löckchen. Und nicht super geil in der Hand. Man kann hierbei echt über gar nichts meckern. Als ich es gekauft habe, ich habe noch mal geguckt, wann ich es bestellt habe. Und da war, das war 2 Wochen später da. Hier haben wir noch mal einen Fingerjoy. Ja? Gut, hätten sie aber auch weglassen können. Ja, hätten wir ein bisschen mehr Klinge gehabt. Aber gut, man kann alles haben. Hier, wie man sieht, ist der Fingerjoy hier versenkt. Ja, und hätte man vielleicht ein bisschen mehr Klinge gehabt. Den kommt rasant da raus. Also Wahnsinn. Anschliff ist tipptopp. Die zweite, also die Phase ist fast spiegelpoliert. Also hier nichts mit krudem Grinding. Geiles Teil. Oh. Und HX Outdoors, die machen mittlerweile Messer. Also der helle Wahnsinn. Ja? Ich habe jetzt, ich glaube, 5. Messer von denen. Ja, einmal das Mercenaries, dann habe ich einmal dieses, wie heißt das nochmal? Ich habe es genannt Fantasy-Messer oder Rollenspielmesser, je nachdem. Ja, und also Mercenaries, Fantasy, dann habe ich das hier, dann habe ich diesen Doctec-Folder, auch in Orange. Übrigens sehr geil. Also das hier ist nicht so ein aufdringliches Blaze Orange, wie viele andere das haben. Muss aufpassen, hier sind Wildschweine. Und noch einen anderen Folder, habe ich auch schon vorgestellt. Also HX Outdoors, die machen Messer traumhaft. Und wie gesagt, ich bin stark Gearbest-süchtig, das gebe ich zu. Deshalb kommt da so viel auch von. Ja? Und hier die Messer, die sind Top-Qualität. Da können sich manche deutschen Messerfirmen, manche und manche amerikanischen Messerfirmen, eine Scheibe von abschneiden. Geiles Teil. Bupp. Wieso können das andere Messer nicht auch? Zack. Ja? Mal gucken, der Bremen Move. Zack. Spricht zwar nicht unbedingt für den Detent, ja? Wenn die Klinge so rausfällt, aber man kann ja dann die Achsschraube ein bisschen fester ziehen. Ich denke, das dürfte Torx 8 sein. Vorführeffekt. Geiles Messer. Also für den Preis sowieso. 2 Wochen Wartezeit ist mir auch egal. Ja. Bin gespannt, wann das erste auf eBay auftaucht. Für 40 Euro. Geht lieber zu Gearbest. Also nochmal gesagt, guckt in die Beschreibung, da packe ich den Link von dem Messer rein. Ja? Und Speedschnitzen. Und dann 22 Euro. AOS 8 G10. Boah. Geiles Ding. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ja? Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tees, tees, tees. Was für ein Messer. 131 Gramm. Bei der Größe nichts zu meckern. So. Ich weiß nicht, warum ich so einen Reizhusten habe. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt du, tschüss, Harp und schwenkt die Kappe. Yes!